Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich gerne ein Tablet gemeinsam mit euch auspacken, von dem ich A. nicht gedacht habe, dass ich das zum jetzigen Zeitpunkt in meinen Händen halten werde und B. bin ich damit leider auch nicht mehr bei den ersten. Konkret geht es um das iPad Pro 2021 in 12,9 Zoll, in meinem Fall in der Farbe Space Gray mit 512 GB. Und ich gebe euch ein bisschen Historie, während ich auspacke, wie ich jetzt dazu kam und warum ich mich für die große Variante entschieden habe. Ich habe auch einiges an Zubehör gekauft. Hier den Apple Pencil. Ich habe mich entschieden für ein Case, jetzt im ersten Fall von Spiggen. Also nicht gesponsert oder sowas. Ne? Ich habe das alles, was ihr hier seht, auch wirklich selbst gekauft und bezahlt. Das fand ich vom Konzept aber ganz angenehm. Da gucken wir gleich gemeinsam mal rein. Und ich habe mir vor allem auch eine Display-Schutzfolie oder ein Panzerglas bestellt. Ebenfalls von Spiggen. Das passt so rum schon gar nicht in die Detailcam mit rein. Und guckt euch das mal an. Ich halte es mal neben meinen Kopf, wie unfassbar groß das ist. Das gibt so ein bisschen Aufschluss schon auf die Größe des 12,9 Zoll iPads. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das in der Praxis schlägt und ob mir der Formfaktor dann doch nicht zu groß ist. Aber fangen wir mal vorne an. Es ist konkret so, dass ich sehr glücklich war mit meinem iPad 2018. Das habe ich jetzt seit 2018 hier in der 9,7 Zoll Variante ganz, ganz häufig unterwegs dabei gehabt. Natürlich hier auch für meine Videoprojekte zur Vorbereitung, aber auch zum Stichpunkte ablesen etc. verwendet. Und damit bin ich nach wie vor sehr zufrieden und eigentlich wäre ich auch nicht wirklich bereit gewesen, jetzt ganz extrem viel Geld für ein neues iPad in die Hand zu nehmen. Konkret war es so, ich fange hier mal an, ein bisschen auszupacken. Konkret war es so, dass mich mein Mobilfunkanbieter angerufen hat mit der Information, hey, dein Vertrag ist ja verlängerbar und wir hätten da, gesetzt den Fall, du möchtest in diesem Jahr kein Smartphone haben, ich habe das neue iPhone ja schon gekauft gehabt, wir hätten da ein sehr gutes Angebot und zwar können wir dir auch ein iPad anbieten. Da habe ich mir die Preise mal durchgeben lassen, jetzt in meinem Fall hier für die 512 GB Variante, einmal für die 11 Zoll Option und für die 12,9 Zoll Option. Und ja, was soll ich sagen, ich hatte mich für die 11 Zoll Option entschieden und habe dann so zwei, drei Nächte drüber geschlafen, weil Lieferzeit war irgendwie 3 Wochen oder sowas und habe einige Vergleichsvideos angeschaut und dachte mir, naja, du hast ja das Kleine und das werde ich auch erstmal nicht verkaufen, das werde ich für unterwegs auch behalten, beziehungsweise schauen, ob ich es behalten werde auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, wenn du schon diesen Schritt jetzt gehst, dann nehmen wir auch direkt die 12,9 Zoll. Angerufen, war gar kein Problem, das noch abzuändern. Die Lieferzeit hier war sogar direkt. Ich hatte es also jetzt direkt am nächsten Tag oder übernächsten Tag nach dem Anruf da. Ja, und was soll ich sagen? So liegt es vor mir, das 12,9 iPad Pro. Wie gesagt, ich bin mir wirklich noch nicht sicher, ob ich mit der Größe und all dem wirklich zurechtkommen werde. Ist natürlich etwas, was man so klassisch zum Konsum auf der Couch wahrscheinlich nicht so ganz angenehm in der Hand halten kann, wie das hier bei den kleineren Optionen der Fall ist. Aber das werde ich jetzt für euch herausfinden können. Ich slide das mal auf, beziehungsweise die Idee wäre, das aufzusliden. Ist es irgendwo noch zu? Nö, sollte gehen. Na komm, ein bisschen rütteln, ein bisschen wackeln, da kommt es doch langsam. So, und da liegt es auch schon. Ich nehme mal hier die Kartonage zur Seite, dann packen wir das iPad mal aus. Ich hatte, um ganz ehrlich zu sein, vor zwei Generationen mir mal ein iPad Pro in 12,9 Zoll gekauft, hatte das ungefähr 3 Tage, ich habe es auch gar nicht hier auf dem YouTube-Kanal irgendwie vorgestellt gehabt, und war damals an einem Punkt, wo ich sagte, die Größe ist mir einfach viel zu groß im Alltag, habe es zurückgebracht und habe dann gar keins gekauft, weil ich das hier hatte. Und es war aber so, dass ich diesen gleichen Gedanken auch damals bei meinem iPhone hatte, vor dem Wechsel aufs Max. Das erste iPhone Max habe ich damals auch wieder verkauft gehabt und danach habe ich gedacht, komm, probierst es nochmal, und irgendwie habe ich mich dann so schnell an den Formfaktor gewöhnt, dass ich jetzt nicht mehr zurück möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt mit diesem iPad wieder genauso wird. Vielleicht brauche ich bei sowas einfach dann doch 2 Anläufe, aber wie gesagt, wir werden das gemeinsam herausfinden und ich werde euch da so ein bisschen auf meiner Reise mitnehmen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst gerne an der Stelle schon mal erwähnt ein Abo da, dann werdet ihr meine Reise so ein bisschen mit verfolgen können. Ja, Sticker, hier diverse Informationen, Quickstart-Guides und Co., das schauen wir uns mal gar nicht an. Hier natürlich mit SIM-Karten-Tool. Ich habe mich hier für die 5G-Variante entschieden. Ich habe auch eine Zweitkarte, die bisher in dem iPad hier drin ist. Die werde ich dann in dieses iPad hier reinpacken und somit sollte ich damit auch mobil unterwegs sein. Das ist natürlich sehr, sehr charmant bei einem solchen Gerät mit so einer Akkulaufzeit etc. Meine sicherlich, also hier seht ihr es auch, das USB-C
C-Netzteil. Hier liegt dabei ein USB-C auf USB-C-Kabel. Das heißt, hier an dem iPad ist glücklicherweise ja schon USB-C verbaut und nicht Lightning. Ich hoffe mal, dass das irgendwann auch bei den iPhones Einzug erhält. Aber das werden wir abwarten müssen. Wünschen würde ich mir das auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, ob man für so ein Gerät so viel Geld in die Hand nimmt oder ob man nicht direkt sagt, ich kaufe mir ein M1 MacBook oder MacBook Pro oder was auch immer. Da bekommt man im Einstiegsbereich, je nach Ausstattung des iPads hier, ja durchaus auch dann schon ein MacBook für. Ich muss ganz klar sagen, was dieses Thema Produktivität angeht und Arbeiten im Alltag, bin ich auf macOS, auf einem MacBook, um Längen effizienter unterwegs als auf einem iPad. Ja, da ist viel passiert, aber dennoch gibt es so viele Einschränkungen in iOS, dass ich lange nicht so produktiv damit bin, wie eben unter macOS. Dennoch hat das Konzept hier, wie ich finde, absolut seine Daseinsberechtigung. Gerade in so einem Formfaktor mit so einem Display, denke ich mal, sind da die Möglichkeiten doch nochmal sehr, sehr viel größer. So, das machen wir jetzt auch mal auf und ziehen das iPad mal raus. Dann nehme ich es zum ersten Mal in meine Hand und ich muss schon ganz klar sagen, jo, das ist mal eine ordentliche Größe. Ich nehme das hier mal zur Seite. Ich lege hier einfach spaßeshalber mal mein 9,7 Zoll iPad, mein normales, daneben. Guckt euch das mal an, was das ein Unterschied ist. Ich habe es jetzt nicht wirklich geputzt, wie ihr seht, aber damit müssen wir jetzt gerade mal leben. Guckt euch das mal an. Ich halte es hier mal so grob drüber, wie viel Display hier tatsächlich noch rausschaut. Das ist wirklich der Hammer. Ich meine, das hier hält man locker und problemfrei in einer Hand. Ich probiere jetzt gerade mal genau das mit dem hier. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Moment liegt das deutlich angenehmer, selbst in einer Hand, als ich mir das vorgestellt habe. Aber natürlich wird das mit der Zeit irgendwann dann auch schwer. Das ist also definitiv ein Gerät, was man eher so in zwei Händen hält oder auch dann quer hält. Gerade aufgrund der Größe kann man hier richtig angenehm dann auch tippen. Im Zubehör gibt es ja auch dementsprechend eine Tastatur, die kostet aber richtig, richtig viel Geld. Die habe ich mir im ersten Schritt jetzt auch nicht gekauft, sondern ich habe mich sogar gegen diese Original-Apple-Folie-Hülle entschieden, die man ja magnetisch hinten auf der Rückseite einfach dann dran heftet und dann zuschlägt, weil die Ränder des iPads damit einfach nicht geschützt sind. Natürlich ist der Vorteil daraus, dass wenn man die Hülle zwischen der Tastatur und dem normalen Folio wechselt, dass man sehr, sehr schnell einfach magnetisch das abnimmt und in die andere Option damit einklinken kann. Aber da ich erstmal gar nicht für die Tastatur sozusagen mich entschieden habe, dachte ich mir, eine Hülle, die die Seiten auch verschließt, wird so schlecht mit Sicherheit nicht sein. Also erster Eindruck, was den Formfaktor angeht, die letzte Berührung sozusagen mit dem iPad in der Größe, das liegt Jahre jetzt schon zurück. Ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass es mir damals zu groß war. Das war aber auch eine Zeit, in der ich ganz enorm viel unterwegs war und hatte dann mein 13 Zoll MacBook Pro und eben das große iPad in der Tasche und dann hatte ich eben zwei so riesengroße Teile dabei. Ja, jetzt mehr mit Homeoffice in der Corona-Zeit ist das wahrscheinlich sowieso noch mal eine ganz andere Sache. Ja, also richtig, richtig schön. Hier haben wir an der Seite den Antennenstreifen, wie man hier oben sieht. Hier unten auch den Antennenstreifen, ist ja die 5G-Variante. Hier so ein kleines Loch, das wird vermutlich ein Mikrofon sein. Hier unten Lautsprecher, dann haben wir hier den USB-C-Port, Lautsprecher, wieder zwei Antennenstreifen, hier hinten den Smart-Connector, wo dann die Tastatur oder weiteres Zubehör potenziell den Platz dran findet. Hier oben haben wir die SIM-Karte, die man einstecken kann, weil es hier die 5G-Option ist. Hier unten dann den Steckplatz sicherlich für den Apple Pencil, den ich mir auch gekauft habe. Und hier oben dann lauter, leiser Antennenstreifen. Also Finish ist wunderschön, auch in diesem Space-Grau. Wirklich, wirklich schön. Hier oben das große Kameramodul mit den zwei Kameras. Ein LiDAR-Sensor ist hier noch mit drin, sodass man auch wirklich so Augmented Reality-mäßig dann mit dem iPad was tun kann. Also das gefällt mir gerade richtig, richtig gut. Jetzt gucken wir gerade nochmal. Ich packe den Apple Pencil nochmal gemeinsam mit euch aus. Den habe ich mir jetzt hier in dem Fall bei Amazon bestellt. Der hat jetzt so gute 100 Euro gekostet. Da haben wir den. So, den nehmen wir jetzt hier mal raus. Ich habe hier jetzt auch nur durch die Verwendung in den letzten Jahren mit dem alten Apple Pencil da so ein bisschen Erfahrungen sammeln können. Nur der war so glitschig, so rutschig, dass ich hier eben von einem Kugelschreiber so ein Gummi einfach drüber gestülpt habe. Das ging dann aber auch wunderbar. Aber der hält eben nicht magnetisch irgendwo am iPad. Da habe ich extra hier so eine Sling für gekauft gehabt, wie ihr hier seht. Ne? So ein Gummiteil, wo man das einfach dann reinstecken kann. Und das ist hier natürlich jetzt anders, weil das Ganze magnetisch seitlich am iPad hält.
Gehe ich von aus, genau, so sieht das dann aus. Funktioniert sehr gut, hält auch richtig ordentlich fest. Gucken wir gerade mal, ob der noch so rutschig ist. Also der hat auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Textur, als das bei dem anderen Apple Pencil hier der Fall war. Seht ihr auch, der ist eher so matt und der hier glänzt dagegen. Der ist eher ja, durchaus dann eine Hochglanzvariante davon. Und der ist auch eine ganze, ganze Ecke griffiger in der Hand. Also was man auf den ersten Blick auf jeden Fall sieht, ist, wenn man sich das hier anschaut, da hier hinten dieses CE-Zeichen mit diesem hier, dieser Mülltonne, die durchgestrichen ist, das stört optisch auf jeden Fall auf diesem Apple Pencil. War das hier auch drauf? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Hätte ich auf jeden Fall nicht gesehen. Aber er liegt auf jeden Fall gut in der Hand und auch, weil er hat hier so eine abgeflachte Seite, da wo er magnetisch eben am iPad hält. Und damit kann man ihn dann durchaus gut hier auch mit dem Daumen festhalten. Also da hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht ansatzweise so das Gefühl, dass man rutscht, wie das bei dem alten der Fall ist. Da bin ich mal gespannt, wie das in der Praxis so funktioniert. Also, das einmal der Apple Pencil. Dann gucken wir mal weiter. Ich habe hier noch diese Liquid Air Foliohülle gekauft. Wobei ich mir gerade überlege, ich habe ja hier, das Video ist jetzt auch schon eine ganze Weile lang, ich habe ja hier noch das Panzerglas und hier die Hülle. Ich würde fast vorschlagen, dass wir an dem Punkt jetzt hier mal einen Cut machen, sonst wird das Video nämlich auch viel zu lange und ufert aus. Und dann gehen wir im zweiten Videoteil hin und bringen mal gemeinsam das Panzerglas an und schauen uns da auch dann die Hülle an. Und dann werden wir das iPad danach auch noch gemeinsam einrichten, auf jeden Fall, wenn ihr daran Interesse haben solltet. Von daher, ja, das ist mein erster Eindruck zu diesem iPad hier. Größe ist natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer als da, wo ich jetzt herkomme. Gewicht auch, also man merkt es jetzt schon, wenn ich es hier in der linken Hand länger halte mit einer Hand. Also nicht falsch verstehen, das geht schon. Abhängig von der Muskelmasse natürlich, die definiert wahrscheinlich, wie lange das geht. Es geht schon, aber das ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, wenn ich das quer halte, das iPad mal hier daneben nehme, das ist ja, also nicht ganz, aber das sind ja fast zwei iPads im Hochformat, die ich jetzt hier habe. Ja? Also wenn ich die Apps irgendwie dann später im Splitscreen anzeige, dann denke ich mal, habe ich da so viel Platz, dass man hier richtig viele Dinge tun kann. Und ganz gespannt bin ich vor allem auch auf dieses neue XDR-Panel hier drin. Das ist ja ein Mini-LED. Panel, das sehr viele Vorteile, aber auch Nachteile haben soll, wie ich gelesen und gesehen habe. Aber wie gesagt, das schauen wir uns dann bei der Einrichtung an, wenn wir dieses iPad hier dann auch zum ersten Mal gemeinsam einschalten. So, ich hoffe, das war fürs Unboxing ein bisschen spannend. Wenn ihr meinen Kanal länger verfolgt, dann werdet ihr wahrscheinlich schon Unboxings auf diversen anderen Kanälen zu dem iPad gesehen haben. Wie gesagt, liegt einfach daran, dass ich jetzt durch die Vertragsverlängerung eher so wie die Jungfrau zum Kinde dazu kam. Aber im Moment sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung bin, wenn ich sehe, was hier für ein riesen Glasbrett sozusagen vor mir liegt. Ich freue mich richtig auf die nächsten Tage und Wochen damit. Also vielen Dank fürs Zusehen und wie gesagt, wenn ihr das Anbringen der Panzerglasfolie und hier meine Schutzhülle noch sehen möchtet, dann verlinke ich euch auch gerne mal den zweiten Teil direkt oben in der Infocard, beziehungsweise da ist er glaube ich, weiß gar nicht genau, und unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Also vielen, vielen Dank, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!